einer Straße im Stadtteil Barakas lag. Er war ein sehr ruhiger Mann und er sprach kaum mit jemandem. Er setzte sich immer auf eine Bank und las. Durch Delgado, einen anderen Genossen, wusste ich, dass er als Autowäscher arbeitete. Rosinha sagte mir dann, dass Wilkens ein guter Genosse sei. Und so kam unsere Freundschaft zustande. Er war ein Mann mit einem freundlichen Gesicht und seine Züge strahlten viel Güte aus. Manchmal hatte ich das Gefühl, er sei ein Evangelist, eine Art christliche Gestalt. Jedenfalls war dies immer mein Eindruck. Aus Patagonien kommen im Herbst 1921 die ersten Nachrichten eines Landarbeiteraufstandes. Die Anführer sind Spanier, Polen, Deutsche, Argentinier. Doch die große Masse der Streikenden sind Chilenen, die ärmsten der Armen in dieser Gegend. Ihre Forderungen klingen heute geradezu bescheiden. Also hör zu. Erstens, die Massenschlafstätten werden abgeschafft. Zweitens, in den Unterkünften der Landarbeiter muss mindestens ein Waschbecken aufgestellt werden. Zum Waschen. Drittens, das Licht geht auf Kosten des Patrons. Monatlich ein Dutzend Kerzen für jeden Landarbeiter. Viertens, auf jeder Estancia muss ein Verbandskasten sein mit Anweisungen auf Spanisch und nicht auf Englisch. Fünftens, der Mindestlohn für Schafhirten, Gauchos und Lastwagenfahrer 100 Pesos. Sechstens, um das Wachstum der Bevölkerung zu steigern, muss man ab sofort den Arbeitern mit Familie den Vorzug geben. Und nicht wie bisher, wo man hauptsächlich Ledige einstellte. Siebtens, die Großgrundbesitzer verpflichten sich, als einzigen Vertreter der Arbeiterschaft die Arbeitergewerkschaft von Rio Gallegos anzuerkennen, die Mitglied der FORA ist. Aber die Großgrundbesitzer verweigern selbst diese Zugeständnisse und die Landarbeiter erklären den Generalstreik. Sie organisieren Reiterkolonnen und nehmen Geiseln unter den Verwaltern der Estancias. Ein Territorium so groß wie heute die Bundesrepublik Deutschland wird lahmgelegt. Bald beginnen die ersten Schießereien. Die Polizei und die in Gruppen zur Selbstverteidigung organisierten Großgrundbesitzer kämpfen gegen die Streikenden. Die ersten Toten sind zu beklagen. Unter ihnen der spanische Gewerkschaftler Zacharias Gracian. Die argentinische Regierung befürchtet, dass Großbritannien Marinetruppen zur Verteidigung der Besitzungen seiner Landsleute entsenden könnte. Deshalb bittet der Innenminister Albino Gomez den Oberst Varela zu sich. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. 5 tote Gendarmen. Sie müssen hingehen und sich an Ort und Stelle überzeugen, was eigentlich los ist. Die Berichte, die wir erhalten, widersprechen sich. Der Gouverneur sagt so, der Richter so. Santa Cruz ist zu einem Rattennest geworden. Die Situation ist sehr ernst. Zumal hier viele Interessen im Spiel sind. Sogar das Ausland setzt uns unter Druck. Ich verstehe es, Senior Minister, aber ich möchte präzise Befehle haben. Nun, Sie haben doch mit dem Präsidenten gesprochen. Ja, schon, aber er sagte nur zu mir, gehen Sie, Oberstleutnant, und erfüllen Sie Ihre Pflicht. Damit ist alles gesagt. Mehr braucht es nicht. Oberstleutnant, gehen Sie und erfüllen Sie Ihre Pflicht. Ein mit Maschinengewehren gut ausgerüstetes Regiment reist per Schiff in den Süden. Dort schließen sich die Verwalter der Estancias und Angestellte der verschiedenen Warenmagazine und Geschäfte den Truppen an.
In Puerto Deseado setzt der Oberst seine Truppen auf die einzige Eisenbahn dieser Region, um die Streikenden im Landesinneren zu bekämpfen. Oberst Varela geht zielstrebig vor und schreckt auch vor unfairen Methoden nicht zurück. Unter dem Vorwand, mit ihnen verhandeln zu wollen, bestellt er die Arbeiterführer zu sich. Mit einem der Anführer, Facón Grande, trifft er sich am Bahnhof von Jaramillo. Verhaftet ihn! Das ist eine gemeine Falle! Bringt ihn weg! Achtung, legt an! So bringt man keinen Menschen um! Feuer! Der frühere Bürgermeister von Puerto Deseado, der Großgrundbesitzer Baldomero Cima de Vischa, erinnert sich. Bueno, sobre esto yo le puedo narrar todo lo que me contaba mi padre. Ich kann Ihnen nur wiedergeben, was mein Vater, der damals alles erlebt hat, erzählte. Man kennt heute die Stellen, wo einige der sogenannten Aufständischen erschossen und begraben wurden. Unter ihnen befand sich auch Facón Grande und noch andere, an die ich mich nicht erinnere, weil ich alles nur aus Erzählungen meines Vaters kenne. Was ich noch genau weiß, ist, dass immer, wenn wir das Vieh hier zusammentrieben, mein Vater sagte, halt mal an, das ist das Tal der Toten. Dort liegen diejenigen, die die Truppen des Oberst Varela hingerichtet haben. Immer hieß diese Stelle das Tal der Toten. Es befindet sich circa 1 Kilometer von Jaramillo entfernt. Und da gibt es auch einen Pfad, der damals zu einer Estancia führte, wo sie die Gefangenen festhielten. Dann wurden sie auf Karren geladen und hergebracht. Man ließ sie ihre eigenen Gräber schaufeln und erschoss sie dann. Es gab Fälle von englischen Estancieros, darunter auch Freunde meines Vaters, die bei Oberst Varela Arbeiter denunzierten, die dann, wie selbstverständlich, mit erschossen wurden. Sobald die Anführer gefasst sind, ergeben sich die Streikenden in dem Glauben, ihnen werde nichts geschehen. Doch alle, die nach Meinung der Estancieros Aktivisten sind, werden erschossen. Vor der Hinrichtung werden sie brutal geschlagen, damit die Überlebenden die Lektion lernen. Die Estancia Mata Grande der schottischen Familie Patterson ist die einzige, die von den Streikenden angezündet wird. Diese Tat nutzt man in den großen Tageszeitungen von Buenos Aires, um die Landarbeiter als Brandstifter und subversive Elemente darzustellen. Das Haus heute, so wie es wieder aufgebaut wurde. Und der Wollschuppen, der sich seit damals kaum verändert hat. Ohne Rechtsgrundlage werden Tag für Tag Hunderte von Arbeitern erschossen, obwohl es in Argentinien keine Todesstrafe gibt. Auf den Estancias San José 108, auf Tres Cerros 80, auf El Cerrito 18, auf Bella Vista 40, auf Corpen 320, auf Casteran 53 und auf La Alianza 120. Die Opfer werden in Massengräber verscharrt oder verbrannt. Vor der Hinrichtung nimmt man das Beuterecht in Anspruch, stiehlt den Landarbeitern das wenige Geld, das sie besitzen, und ihre Pferde. Auf der Estancia La Anita werden sogar 440 Streikende getötet. Die europäischen Arbeiter und die Argentinier werden durch ein Hinrichtungskommando erschossen. Die Chilenen hingegen werden, um Kugeln zu sparen, von Offizieren und Unteroffizieren mit einem Schuss in den Kopf getötet.
Sie sind Menschen zweiter Klasse. Bueno, lo que sucede es que cuando vino Varela acá a estas zonas, que cuando llegó empezó la represión. Als Varela in diese Gegend kam, begann die Repression. Es kam ein Regiment mit einfachen Soldaten, die keine Ahnung hatten von dem, was hier geschah. Die Unterdrückung war sehr hart und es gab keine Justiz. So war der Tod von Facón Grande sehr willkürlich. Man hätte ihm wenigstens ein Justizverfahren machen können. Die anderen ergaben sich. Auch ihnen hätte man eigentlich ein Verfahren machen sollen. So ist das Ganze, heute gesehen, unbegreiflich. Euphorisch feiern die Großgrundbesitzer die Niederschlagung des Streiks und Oberst Varela und seinen Offizieren werden Ehren aller Art zuteil. Dieses Festessen wurde aufgrund zeitgenössischer Zeitungsberichte nachgestellt. All das, was Sie für Patagonien getan haben, wird in unserer Erinnerung haften bleiben, als Beispiel dafür, was Männer zu leisten vermögen, die beseelt sind von einem hohen Verantwortungsbewusstsein und der Liebe zu ihrem Vaterland. Amigos! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Die Lage der Landarbeiter ist total. Ihre Versammlungslokale werden zerstört, die Druckereien ausgeraubt, die Bibliotheken verbrannt. Die Massengräber erhalten keine Kreuze. Man traut sich nicht einmal, sie zu markieren. Mehr als ein halbes Jahrhundert wird nicht mehr über Tarifverträge verhandelt. Das Massaker wird aus der geschichtlichen Erinnerung gestrichen. Nur die chilenischen Arbeiter unterhalten sich nachts bei ihren Lagerfeuern flüsternd über die Tragödie. Kurt Wilkens kennt den Mann der weiten Pampas, den patagonischen Arbeiter. Er liebt ihn wegen seines ausgeprägten Freundschaftssinnes, seiner Gastlichkeit, seiner Bescheidenheit und Einfachheit. Sie nennen ihn liebevoll Gringo und haben mit ihm das wenige geteilt, das sie besaßen. Wilkens, der keine Ungerechtigkeit ertragen kann, ist von den Arbeitererschießungen erschüttert. Von nun an nimmt er an allen Versammlungen teil, auf denen über die Ereignisse berichtet wird. Und er mischt sich unter das Volk, um dessen Meinung zu hören. Er hört nur zu, redet selbst aber nie. Nur einmal hört man ihn sagen, wenn dieser Oberst weiterlebt, wird er wieder ein Massaker anrichten. In dem so sensiblen Wilkens, diesem Asketen, diesem Tolstoyaner, der sich der Morde Varelas schämt, formt sich das Bild des Engels mit dem Flammenschwert. Dann beschließt er, die Sache gegen Varela zu unternehmen. Er wollte es allein machen. Aber 100 Meter entfernt vom Tatort sollte ein Auto mit einem Genossen als Chauffeur warten.